Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Hallo. Ja, die Inka ist ja auch noch da, die ist ja auch noch aber da. Aber klar. Wir haben gerade ein bisschen Mikrofon gefixt, weil, wie gesagt, das ist neu. Und wir haben immer Angst vor dieser scheiß Rückkopplung, die wir die ersten 6 Videos oder so Ja, wir hatten. Hoffen einfach, dass es jetzt nicht allzu doll ist, aber ihr uns auch besser hören könnt, ja. Weil wir waren tatsächlich eben, glaube ich, einfach zu leise. Ja. Und also nehmt uns das nicht zu sehr böse, wenn wir hier und da mal ausprobieren. Wir wollen ja auch nur, dass es gut funktioniert. Richtig. Und ja, wir versuchen jetzt nochmal eine Runde. Und dann schauen wir uns mal an. Weiter. So, ich habe tatsächlich jetzt gerade nochmal eben ein paar Sachen aufgebessert. Das habe ich außerhalb der Aufnahme gemacht, weil es eigentlich... Es ist langweilig. So, man weiß ja, wie man skillen muss. Oh, Feuerchen. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben die Aufgabe zu finden. So, und jetzt... Ach so, wir sollten auch irgendwas ausprobieren. Ach, dieses Cut-Ding, ne? Ja, ja. So, ich möchte gerne gucken, dass wir... Erstmal, ich brauche einen Händler. Oh, hier ist Dolara, deine Schwester. Was? Ah, das ist bestimmt so eine Nebenquest. Aber ich möchte gerne... Haben wir da oben einen Händler? Ich brauche einen Händler. Ich muss erstmal Rohstoffe verkaufen, tatsächlich. Also, nicht Rohstoffe, sondern... Tatsächlich, bist du ein Händler? Du bist ein Händler. Ja, ich hab... Leute, es läuft perfekt. So, Rohstoffe will ich nicht. Ich würde gerne mal Nahrung verkaufen. Offensichtlich brauchen wir die Nahrung nicht selbst. Also die ist natürlich, die brauchen nichts zu essen, die gute Frau. Es sei denn, sie ist verletzt, dann haut sie sich ihre bitteren Erdbeeren rein. So, Waffen, nein, davon verkaufe ich natürlich nichts. So, Rohstoffe, wir verkaufen. Was ist das? Wächterherz, das ist selten, das kann man ja verkaufen. Was haben wir jetzt? Wächterherz, haben wir 20 Stück davon? So. Ja, begehrt mein Händler. Sehr toll, das erfreut mein Herz zutiefst. Wow, geht das nicht ein bisschen flotter zum Verkauf? Mhm. So. Aha. So, Wildschwein. Was? Wildschweinhaut? Dieses ungewöhnliche Material? Stammt ausschließlich vom Wildschwein? Ungewöhnlich! Was ist hier los? Egal, ich verkaufe es. So, was haben wir hier? Leuchtendes Geflecht. Selten. Dieses seltene Maschinenteil kann nur von mittelgroßen Maschinen erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Natürlich, dann sollen sie es doch auch haben. Da wollen wir auch nicht lange drum rumziegern. Hier sollten wir hier. Könnt ihr alles haben. So, Wächterlinse, wir wissen. Von einem Wächter, ich habe den Namen vergessen. Sehr begehrt. Tschüss. So, nochmal tschüss. Und wiederum tschüss. Und natürlich auch ein weiteres Tschüss. Und tschüss, tschüss, tschüss. So, und tschüss. Und tschüss. So. Aha. So, wahrscheinlich ist es alles Sachen, die ich. Na klar, ich verkaufe nicht was, womit ich, oder ich versuche es nicht zu verkaufen, womit ich mir selber Sachen bauen kann. Das ist, hat natürlich keinen Sinn. So, aber wenn es die dann hier diesen so einen Kühlsaft, das ist zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, den würde ich glaube ich nicht verkaufen. Metallgefäße, Händler begehrt. Alles ist bei Händler super begehrt. Ne? Mehrere verkaufen, machen wir. Alle. Tschüss. So. Loot. Nee, die will ich nicht verkaufen, weil ich genau weiß, damit macht man Sprengstoffdinger. Metallbrand. Nö. So. Haben wir noch Outfits? Ja, unser erstes Outfit werden wir mit Sicherheit nicht nochmal anziehen. Das haben wir geschenkt bekommen. Das verkauft man nicht. Sowas macht man nicht, oder? So ein Junge, der wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sehr, sehr stark in uns verknallt ist. Wir können es doch gar nicht verkaufen. Okay. Ja. Dann hat sich damit schon mal erledigt. Modifikationen. Damit muss ich mich nochmal auseinandersetzen. Die verkaufe ich natürlich nicht. Und Fallengetränke. Nein, werden nicht verkauft. So. Ich will mal hoffen, dass ich jetzt genügend Platz habe, um irgendwas zu machen. Brauche ich irgendwas? Muss ich was nachladen? Nö. Was ist das denn? Ach so, das ist. Was ist denn das? Ach, da müssen wir wahrscheinlich hin. Okay. So. Hat sie sich nicht da irgendwas an diesen Dingern dran gebaut? Na klar. Guckt sich mal ein bisschen aus. Hier ist Dolara, deine Schwester. Ja. Wo auch immer du bist.
Ich habe deine Stimme vernommen, meine Gute. Bist du da draußen? Nein. Wer geht bei so einem Pisswetter denn schon raus? Was hat die denn für einen Auftrag, Alter? Das ist ja hier wie so ein, wie so eine 0800 heißt es mittlerweile. Ich würde gerne 0190 Nummer. Meine Güte, du. Seift sich erstmal ein. Ah, ja. Fühlt doch der Wind so. Kannst du mich hören? Ist ja schon da. So Ventilatorwind, weißt du, eine Zeitlupe laufen und die Möppels wackeln dann da rum. Das war ja nun wirklich gerade. Das brauche ich vielleicht noch. So, da hinten haben wir Löcher. Ne, es ist kein Wächter, das sind Engel gekriegt hier. Boom, bitte, hier ist Dolara! Alter, ich höre dich überall, sag mal, bist du der Wind? Ja, ich weiß nicht, ich finde die nicht. Aber ich habe gerade mein Gesicht gestreift im Regen. So, oh, oh. Weißt du, so werbungmäßig so, weißt du, ich bin so sexy. So. Okay. Ich bin hier, Brom! Plünderer, diese Plünderer. Ich wollte mich auch mal. Willst du den Plünderer holen? Ja. Denk an, Säcke sind das, effektiv. Oh Leute, ich habe mir meine Super Inka, die hat mir einen Dutt gemacht, ne? Ich finde das so süß. Jetzt hau ich weg. Ich habe keine Wahl. Mit Kreis? Mit Kreis? Komm doch zu. Wenn du fragst, dann tust doch auch. Alter, der schießt auf dich. Der springt sie. Ich dachte, das war doch nicht Kreis, Mann, das ist X. Kreis! Mädchen! Du kannst auch mit R1 und X. Mit R2 auch hauen! Hau ihn! So, den auch! Hau ihn in die Fresse und X! Bitte! Ja, dann pimp dich mal wieder auf! Drück mal runter mit der Pfeiltaste, bitte! Ja, schnell! So, und jetzt hau die kaputt! Das ist das Ding in der Hand. Hier ist Dolara! Meine Schwester! Hau ihn auf da jetzt! Mädchen, der! Hau ihn doch! Oh, nochmal draufhauen, der ist doch schon da dran. Nochmal, hau ihn. Mit R2, bitte. Damit machst du einen super mega Schlag und hör auf, irgendwelche wilden Knöpfe zu drücken. Von L, wenn ich sag R. Alter. Was? Looten mit Dings da. Und den anderen Vogel auch, den anderen Kadaver, den du da liegen lassen hast. Alle, die du jetzt da liegen lassen hast. Ich brauch einen Drink. Ja, ich hab das. Hau mit ihr! Und die drückt L. Wollt ihr alle so viele kommen? Hallo? Ja, natürlich kommt es an. Die waren ja alle da. Kannst du mich hören? Das war meine letzte. Was hast du gemacht? Diese Frau, die ist immer wieder für neue Überraschungen. Nee, warte, jetzt will ich mir mal ganz kurz ein Getränk anschenken. Was will mein Hund denn? Was? Sprich das Ding doch mal auf diese Laterne da. Oh, bitte, hier ist Dolara! Nee, du sollst nicht fertig. Woher willst du das wissen? Du hast oben, wenn du nach oben hochdrückst, hast du noch Medizin, aber lass es bitte. Und was macht ihr jetzt mit unserer Anzeige? Was passiert da oben mit uns? Ich bin hier, Brom! Bist du da draußen? Mit welcher Anzeige meinst du? Ja, unsere Lebensanzeige ist gelb und voll ab und wir sterben wollen. Keine Ahnung was. Ja, weiß ich nicht. Bist du irgendwo gefragt oder so? Keine Ahnung. Boah, jetzt habe ich da hingeguckt und hätte mich mal überschüttet. Was? Guck mal, mit uns passiert da oben irgendwas. Jetzt gehst du drauf, oder? Bitte, Brom! Komm doch zu mir! Alter! So, warte, gib mal den Vogel gleich mal her. Darf ich mal haben? Alter, wir gehen drauf. Warum gehen wir drauf? Ist das so, dass wir drauf gehen? Ich weiß es nicht. Willst du mal gucken? Was soll ich denn gucken, Mann? Ich weiß ja nicht, was du da veranstaltet hast. Aua, was piekt mich denn da so? Ich lass das Ding jetzt ablaufen. Ich weiß auch nicht, was da passieren soll. Quest das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Das ist ja unser Hauptquest, aber was ja, mag ja sein. Da oben ist wahrscheinlich jemand da. So, ich will erstmal wissen, was passiert, wenn der jetzt abläuft. Hast du uns da irgendwie vergiftet oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Alter! Das war nicht mein Handy, das sind die Tiefhälle, die hier rumfliegen. Ich bin nicht so unprofessionell, lass mein Handy an.
So, da ist jemand da oben. So, und wir haben auch nichts, was wir. Was hat das zu bedeuten? Sterben wir jetzt? Ich lasse das Ding mal ablaufen da oben. Machst du mal wahnsinnig. Wenn wir jetzt sterben, ne? Frag mich nicht, was das zu bedeuten hat, ey. Mann, was war das? Du bist merkwürdig. So. Ich bin nicht merkwürdig. Natürlich bist du merkwürdig. Das ist so gemein. Ich hab. Ja, was? Ja, du hast uns fast getötet, ey. Nee, ich geh doch noch. Ja, aber du musst es diskreter machen. Du machst mich dann aber auch nervös. Dann sagst du hier, drück da, mach die. Ja, aber du fragst mich und ich gebe dir eine Antwort. Dann drückst du eine verkehrte Taste, die auch die ich nicht gesagt habe. Und dann das läuft Kreis nicht. Kreis ist rechts auf der Tastatur und das habe ich gedrückt. Du bist so, ich sag, wie rollt man sich weg? Ich sag Kreis und was macht sie? Springt. Mit X. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Oh Mann. Bitte, hier ist Olara. So, Olara, was ist los? Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Was sagt dir das? Voller Blut? Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Warum bist du dann hier draußen? Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Das sagtest du schon mal. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Oh mein Gott, Bäuerchen. Entschuldigung, liebe Leute. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Richtig so. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Ja, anstatt Gefängnis halt sowas, ne? Suche deinen Bruder. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. So. Ich finde das Spiel immer noch. Hier ist irgendwo ein Speicherpunkt. Den können wir nochmal zwischendurch speichern. Vielleicht. Und was ist denn denn dann? Da rechts, ne? Rechts, geradeaus und überall. Weil die sind relativ rar. Und bevor wir dann irgendwie wieder... Dieses Greifding da vorne, das muss ja auch noch irgendwas machen. Da muss ich irgendwas testen. Da ist ein Jagdgebiet. Ist es das Jagdgebiet, wo wir gejagt hatten mit. Guck mal, die haben wir ja schon alle benutzt, diese Lagerfeuer hier. Mhm. Ach, das ist Händler Jagdbedarf. Mutterherz. Und wir sind noch irgendwas. Mutterswacht. Nicht schlecht, so was nur, ne? Aber wir sind im Becken, das ist alles hier das Becken wahrscheinlich. So, wir müssen hier tatsächlich irgendwie. Da, hat er vergessen, war es nicht der? Plündere Areal. Warte mal. Da, was steht da? Der Fleck. Rumschlager, das ist doch der ja, okay. Nicht? Warte mal, dann setze ich da mal ein markiertes Ding hin. Guck mal, meine liebe Enka, was ist los? Pipi? Hui! Ich wollte mal Screenshots machen für Thumbnails. So. Plumps. So. Plündere Lager. Na, natürlich. Das ist natürlich. Es gibt keinen besseren Ort. Oh ja, das.
sauber. Und das ist okay. Dann also auf die harte Tour. Ihr seid beides im Zaun, Alter. So macht man das. Ach, die haben da jemand gefressen. Das ist so geil. Das Maschinenfressen, ey. Das ist super cool. So, ist da was in deinem Wasserfall? Hinter dem Bass. Oh, jetzt schwimmt die, Alter. Hinter dem Wasserfall immer weiter. Wie geil. Aber es sieht nicht sehr sauber aus. Na doch. Ich hab ganz vergessen, was es gerade war. So, ich muss mehr von diesem scheiß Bären finden. Was hast du da? Offensichtlich, die klappert. Was? Ein Fuchs. Was soll so ein Fuchs halt einbringen? Knochiges Fleisch, na super. Ich hatte gerade ein paar Plünderer platt gemacht. Meine wunderschöne Inka. Ja. Er hat sich aber auch einen Weg ausgesucht, ne? Ich hätte mich von irgendeinem Leiste überrascht von ihm bewegen. Meinst du das? Mhm. Super, ich möchte jetzt gerade. Oder werde ich schwer verwundet. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir vielleicht irgendwie kleine Leiche finden. Das ist unsere Hauptquest. Aber wir wollen ja alle Nebenquests mitmachen und ich habe die Uhr vergessen, verdammte Scheiße. Und ich weiß auch nicht, wann wir jetzt hier Schluss machen müssen. Wo ist denn das? 88 Meter. Wir sollten uns ein bisschen vorsichtiger ansagen. Okay. So, meine lieben Leute, hier haben wir wunderschöne Ameisen im Vorderbild und im Hinterbild. Das ist mega geil gemacht, oder? Mhm. So, auf jeden Fall ist es so, wir sehen die Herausforderung, da oben sind Wächter. So, und ich denke einfach mal, das gucken wir uns mal beim nächsten Mal an. Und bis dahin sage ich einfach mal, schau, schau! Tschüss! Bis später, kleiner Peter. Ich sage dir, was da draußen ist. Eine unüberschaubare Wildnis. Ungezähmt. Eine raue Landschaft. Majestätisch. Aber tödlich. Sie gehört ihnen. Den Maschinen. Den stählernen Bestien, die dieses Land beherrschen und die Geheimnisse hüten, begraben unter den zerfallenden Ruinen. Wenn du in dieser Wildnis jagst, egal wie geschickt du bist, egal wie clever, wirst du zur Gejagten. Bist du dieser Aufgabe gewachsen? Kannst du diese Prüfung bestehen? Denn wenn du überleben willst, musst du töten. Nur dann kannst du Licht in die dunklen Geheimnisse der Erde bringen.